So, da wäre er wieder. Zeitgleich weiterlaufen lassen. Unsere Zwerge haben viel zu tun. Was war das denn gerade? Der Hammerzwerg Daidagos ist zugrunde gegangen an einer Infektion. Da hätte ich gerne nähere Informationen drüber. Zoom to Location. Oh, der war im Krankenhaus. Ja, da konnte man wohl nichts machen. Ärgerlich, ärgerlich. Und er ist gestorben mit kaputten Klamotten am Leib. Na gut. Das wird dann wohl gleich alles wegtransportiert. Wo wir aber gerade mal dabei sind, gucken wir mal, ob noch irgendjemand irgendeine Infektion hat. Ja, der Unaussprechliche muss diagnostiziert werden. Oh, da ist ganz viel rot. Xylpel. Keine Ahnung, wie der heißt. Muss diagnostiziert werden. Er muss Krücken tragen. Und was auch immer DWT Ausrufezeichen H Ausrufezeichen heißen soll. Sind das rote Feldoperationen? Also einmal Torso, einmal Kopf oder sowas? Kann man sich das genauer angucken? Ah, einfach mal Enter drücken. Ja, sehr schön. Also er ist müde, er ist dehydriert, hat also kein Trinken, er verhungert, kann nicht mehr ordentlich stehen und hat Schäden am motorischen Nervensystem. Also die Koordination seiner Muskeln, das ist nicht gut. Gucken wir, ob der das irgendwie wieder hinbekommt. Und verhungern und verdursten tut er, weil wir vorhin die Türen zugemacht haben durch den Bunkerbefehl. Obwohl das im Essen verstehe ich nicht ganz. Essen haben wir eigentlich alles hier. Also ja, wir haben auch Trinken innerhalb des Forts, aber wenn die Zwerge krank sind, wollen die komischerweise nur Wasser. Ja, daran erkennt man, dass Zwerge krank sind. So, Escape, Escape. Obwohl, nee, wir waren noch nicht ganz durch. Also wir haben da noch einen Schwerverletzten. Den Hammerzwerg. Und sonst nur Diagnostizierbefehle bei Tieren. War es doch okay. Das heißt, das wird vermutlich unser letzter Tote gewesen sein. Und seine Sachen werden alle gerade abtransportiert. Und er wird auch schon runtergebracht. Na gut. Elfen sind immer noch da und langsam füllt sich der Knochenhaufen. Sehr schön. Solange es nicht unsere Knochen sind, aber das wäre makaber. Kann man aber auch in den Indie-Files ausstellen. Man kann allgemein in den Indie-Files tierisch viel modifizieren. Also zum Beispiel habe ich in einem Fort einfach alle Wände und alle Edelsteine und alle Erze zur selben Farbe gemacht, damit alles einheitlich aussieht. Ihr wisst ja, wie ich bei Farben bin. Man kann aber auch einstellen, dass die Zwerge keinerlei Moral mehr haben und dann ihre eigenen Toten benutzen, um daraus irgendwelche skurrilen Artefakte herzustellen oder die Knochen weiter zu verarbeiten oder sogar zu essen. Ja, also man kann da recht viel Unsinn mittreiben. Wo ist mein? Da ist mein. Prozess plant und das können wir jetzt schön in der Endlosschleife laufen lassen. Wir sollten eventuell noch einen Farmers Workshop bauen. Das machen wir auch gleich mal. PX. Da ein Loch einschneiden. So. BW. Farmers Workshop, wo bist du? Da. Aus Jet? Ne, der sollte aus Chert sein. Das hat die gleiche Farbe wie der da unten. So. Das wird auch gebaut. Du kannst weiter Stoff weben, auch in der Endlosschleife. Und da unten geben wir dann auch gleich den Befehl, weiter Plans zu prozessieren, also weiter zu verarbeiten, damit ich das nicht vergesse. So. P. Wiederholen. Und die Hunde scheinen langsam alle geschlachtet zu sein. Das heißt, in den nächsten Monaten dürften wir die ersten Welpen bekommen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Und da unten betrinken sich alle fleißig. Und der Sommer ist da. Trinken haben wir nur noch 1100. Ist da schon wieder was aufgehoben worden? In unserer Destille? Jo, kein Braubefehl. Ist halt immer, weil die Fässer zwischendurch alle gehen. Oh, und wir haben hier noch keine Bodenplatten gesetzt. Ich sehe da schon wieder zuwuchern. Gucken wir, ob wir inzwischen genug Granitblöcke haben. Wenn nicht. Granitblöcke.
Blöcke. 23, das reicht gar nicht. Aber ich hatte doch einen Befehl gegeben. Bau Granitblöcke 30. Und davon wurden erst 4 hergestellt. Ja, ich weiß, ich bin ungeduldig. Aber die Zeit geht so langsam, weil ich immer zwischendurch pausieren muss, um irgendwas in Auftrag zu geben. Ach, und so hieß der Zwerg. Xyl-Paw. Das war der, der im Krankenhaus gestorben ist. Deswegen wird er eigentlich auch nicht vermisst. Der müsste sofort gefunden werden. Nämlich unten in seinem Sarg. Aber da sind die Zwerge wohl ein wenig komisch. Fallen sind alle bestückt. Ach ja, ich wollte die Rüstung hier draußen claimen. Was haben wir da? Eine Trollsocke und ein Seidenschuh. Nee, die können ruhig draußen liegen bleiben. So wichtig sind die nicht. Ich will da nichts riskieren. Denn die Elfenkarawane ist ja gerade erst vor einer Folge aufgetaucht. Das heißt, es könnten noch irgendwo Goblins rumschwirren. Und jemand stänkert seinen Raum wieder zu. Na, wer ist denn das? Ein Miasma, okay. Verrottetes Cave Spider Meat. Also Spinnenfleisch. Und wer war der Übeltäter? Nadris. Schäm dich. So, hier können wir schon mal neue Betten setzen. Und auch schön darauf achten, dass es die besten Betten sind. Und kein Fungiwood, weil Fungiwood ist gelb. So. B. Nimm. Nee, kein Coffin. Ich will keine Särge in meinem Zimmer haben. Und da unten müssen wir noch mehr Bodenplatten setzen, sobald wir hier die Blöcke haben. Und eine Tür fehlt da auch noch. Ja, eine Tür sollte schon da sein in einem Schlafzimmer. Ansonsten meckern die. So, kann die Tür. Was haben unsere Zwerge unten so gemacht? Der Schießstand sieht soweit fertig aus. Sehr schön. Können wir also gleich den Trupp mal anschmeißen. Hier unten sind sie noch am Minern, da unten auch, da auch. Aber es sieht schon sehr übersichtlich aus. Das heißt, wir gucken mal, wo genau wir jetzt den Wohnen bauen müssen. Machen wir es ein bisschen weiter drin, dass da auch nicht durch Zufall irgendeiner hinschwimmen kann. Also hier so. Das wäre auch schön in der Mitte. Und ich habe es wieder vergessen, wo der Punkt war. Okay, da. Also, da kommt der Brunnen hin. Drumherum kommen jeweils ein Feld, damit die Zwerge da rumlungern können. Dann geht es hier runter bis, sagen wir mal, da. Und dann gibt es auf beiden Seiten einen Gang zum Hauptraum. So. Dann kommt da eine Tür hin. Mach's kurz mit der Maus. Also da eine Tür hin, da eine Tür hin. Dann da eine Tür. Ganz viele Waffen fallen. Und da eine Tür. Das müsste dann eigentlich erstmal reichen. So, wie machen wir das denn gleich? Also wir können runter channeln. Dadurch wird hier das Feld unter diesem Feld freigegraben und eine Rampe nach oben gesetzt. Das heißt, wenn wir jetzt nur hier channeln würden, kommt der Zwerg auch wieder raus. Wenn wir aber in dieser Ebene dann nochmal channeln, gräbt der Zwerg quasi unter seinen Füßen die Bodenplatte weg und plumpst dann gleich in die nächste Etage runter. Das wäre dann hier. Den könnt ihr hier wieder channeln, plumpst dann aber hier runter und plumpst durch zwei Etagen und plumpst ins Wasser und ertrinkt. Höchstwahrscheinlich. Also wir müssen irgendwo zwischendurch eine Treppe nach oben wieder reinbauen. Aber eine Treppe nach oben ist auch immer wieder gleich ein Sicherheitsrisiko. Außerdem sieht es doof aus. Aber ich kann es ja schon mal vorbereiten. Also hier machen wir noch keinen Channel-Befehl. Aber wir machen hier schon mal einen. Und da schon mal einen. Und da schon mal einen. Und hier brauchen wir keinen mehr, weil hier ist schon offenes Gelände. Hier auch und hier ist das eigentliche Wasser. Also er buddelt bis hier runter. Er buddelt bis hier runter und den Channel-Befehl nehmen wir jetzt erstmal weg. Und bauen jetzt hier irgendwo eine Treppe nach oben wieder hin. Oder wir bauen einen Zugang zum Höhlensystem und machen das Höhlensystem dann wieder zu. Ah, ich bin so intelligent. So, ja, ich habe das extra weggenommen, die paar Buchstaben. Ist ein Insider. So, also von hier buddeln wir uns jetzt nach da und channeln dann hier und müssten dann da rauskommen. Und dann muss der Zwerg halt ganz rauslaufen, aber das kriegt er schon alleine irgendwie hin. Und wenn nicht, stirbt er halt, ist nur ein Zwerg. So.
Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus soweit. Außer ich habe jetzt irgendetwas Großartiges übersehen. Aber ich denke nicht. Oh, stopp. Wir sollten erstmal die ganzen Türen setzen und erstmal die ganzen Fallen setzen, bevor wir einen Untergrund zur Hölle in unsere Festung bauen. Apropos Waffenfallen. Haben wir überhaupt genug billige Waffen? Das können wir nicht überprüfen, weil die Elfen noch da sind und deren Waffen mit reingerechnet werden. Verzieht euch. Oh. Gerogon ist immer noch im Depot. Geh mal weg da. Lauter Masterpieces, aber sonst keine großartigen Fehlermeldungen. Die einzigen Fehlermeldungen, die da sind, ist kein Garn, das wird gleich behoben sein, und kein Fett mehr. Und wir brauchen eventuell bald einen größeren Knochenstockpile. So, also, Brunnen ist quasi abgehakt, da müssen wir noch ein bisschen Feinarbeiten machen. Das ist soweit gut. Wie weit ist er mit unseren Steinblöcken? Rockblocks. Ah, fast alle fertig. Sehr schön. Dann kann ich noch hier in dem wichtigsten Bereich neue Bodenplatten legen. Nehme ich hier. Und immer dieses Suchen nach den Granitblöcken. Da. Hier. Da. Und dazwischen auch noch. Dann haben wir die Hauptkorridore schon mal fertig. Den Rest können wir halt nach und nach immer noch erledigen. Aber das war mir wichtig, weil ich übersehe sowas ganz gerne. Und es wäre schon doof, wenn die in ihren Zimmern verhungern würden. Außerdem wären die dann, glaube ich, recht grumpig. So. Graphit, nein. Granitblock. So, nur 8 Arbeitslose. Das ist gut. Sind die Cabinets fertig? JM, Wooden Cabinet. Ja, wir haben schon sehr viele gebaut. Das heißt, wir können jetzt hier oben in jedem Zimmer mal gucken. Die Cabinets kamen immer gegenüber vom Bett, also da in die Ecke. Cabinet. Ich muss einfach nur die Zimmer suchen, wo tierisch viele Klamotten rumliegen. Da wird dann noch kein Cabinet sein. Da ist ein Zimmer leer. Ja, okay, wir haben auf dieser Etage 60 Zimmer, wenn ich mich richtig erinnere. Und nur 55 Zwerge. Also müssten irgendwelche Zimmer auch leer sein. Und da wachsen schon 2 Pilze in dem Raum. Nein, 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 nein. Das ist gar nicht gut. Also, ja, es ist gut, weil wir dadurch kostenlos Holz bekommen, aber nein, es ist nicht gut, weil es bestimmt nicht gut bei den Zwergen ankommt. Granitkabinett. Oh, warum habe ich denn die ganzen vorhin aus Holz gebaut? Ah, Depp. Na gut, das soll erstmal reichen. Und die Karawane haut bald ab. Sehr schön. Dann können wir in der Zwischenzeit doch mal die Miliz anschmeißen. Ich glaube, ich habe die ganzen Leute noch gar nicht umbenannt. Nee, habe ich nicht. Also, in unserem Hammertrupp. Der Hammertrupp wird wieder von dem Unaussprechlichen angeführt. Das hat er bisher ja ganz gut gemacht. Das heißt, die Grunts werden jetzt umbenannt zu Hammer. Wie viele Hammer haben wir eigentlich noch? Wir haben ihn selbst. Noch Mr. Max. Also 2 Hammerer. Oh, ich kann gar nicht mehr scrollen in unserer Zwergenliste. Das ist gar nicht gut. Und wir sind übrigens auf 52 runter, nicht auf 55. Ja. Also wir haben nur noch 2 Hammerzwerge. Das heißt, dieser Grunt wird umbenannt in ein. Nee, Webster nicht. Ups. Webster. N. So. Hammer. Haben wir jetzt 3 Hammerzwerge. Pankolos wird jetzt auch ein Hammer. 4 Hammerzwerge. Und Nadris. Hammer. Damit hätten wir jetzt 5 Hammerzwerge. Wir haben hier noch einen Grunt. Boah, sind viele Soldaten gestorben. Wir haben nur noch einen Grunt. Segalmet. Du wirst jetzt NX-Bow. Also unser erster Armbrustschütze. Und lebt er noch. Es gab da mal jemanden ganz am Anfang, der wollte unbedingt der Anführer des Fernkampftrupps werden. Aber anscheinend ist er tot. Ah ne, doch da. Nicht Giga Games. Den können wir erstmal umbenennen. Expo.
Und da er jetzt der Anführer des Trupps ist, ist er auch wieder Giga Games. Der hatte vorher mal geschrieben, ich hoffe, das ist nicht Giga Games, ich wollte doch ein Anführer von dem und dem Trupp sein. Und da zu dem Zeitpunkt kein Anführer von dem Trupp war, weil es den Trupp gar nicht gab, habe ich ihn einfach ein bisschen damit getriezt, dass ich den Namen umbenannt habe. Aber gut, das hätten wir auch erledigt. Escape. Und ein Mandat, was wird es wohl sein? Ups, falsche Tastenkombi. Wir dürfen keine Crossbows exportieren und wir hätten gerne zwei neue Crossbows. Das machen wir noch fix. Wooden Crossbow, zwei Stück. So, in der nächsten Folge stellen wir die Trupps an sich auf und müssen noch die Uniformen erstellen. Also die Hammeruniform haben wir ja schon, aber die Crossbow-Uniform fehlt. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, ob ich denen auch wirklich Metallrüstung geben soll oder ob nicht vielleicht Lederrüstung besser wären wegen besserer Mobilität. Falls ihr da Ideen habt, einfach jetzt unter diese Folge in die Kommentare schreiben. Also dann, bis demnächst.